ist übrigens so das Standardbild, was man so aus Atlantis kennt, wenn man irgendwie Bilder von Indiana Jones and the Fate of Atlantis googelt, dann taucht auch dieses Ding hier hinten auf. Oder dieses hier. Habe ich zumindest den Eindruck. Ich glaube, ist auch auf dem Titelbild, glaube ich, mit drauf. Wir sind im Kern angekommen. Das ist also Sophias glänzende Stadt. Nicht ganz das Paradies, von dem sie so schwärmte. Unglaublich, wie immer noch alles voll Energie steckt. Und wie über Jahrhunderte die Atemluft erhalten wurde. Voll die schönen Farben in Minecraft. So. Schade, dass Sophia das hier nicht sehen kann. Ob ich wohl zu ihr zurückgehen sollte? Das könnte meine letzte Chance sein. So, wir legen die Steinscheiben auf. So, da war die Sonne, da war das. Und da war der Vulkan. Oha! Ich glaube, ich habe es eingeschaltet. Sehen Sie, Kerner? Ich wusste, dass er uns nützlich sein würde. Kerner. Deswegen roch es hier so nach Ratte. Ich kann nur in Ihre Angst riechen, Herr Jones. Keine Bewegung. Mein Gott, wie wunderschön. Glückwunsch, Dr. Jones. Sie haben dem Dritten Reich soeben den Endsieg zugespielt. Sie brauchen etwas mehr als ein paar Kalkumbomben, um die Welt zu überrumpeln. Bomben? Die Götter brauchen keine Bomben. Sehen Sie sich doch mal um. Wozu glauben Sie, sollte diese Maschinerie denn gut sein? Für Grillpartys am Wochenende? Falsch. Wie schon Plato selbst genau wusste, ist dies eine Fabrik, die höhere Wesen erzeugt. Während Sie herumgetapst sind, haben wir eure Kalkung gesammelt. Und nun haben wir alles, was wir brauchen. Sind Sie bereit für den größten Augenblick der Geschichte, Doktor? Ich glaube, die Hitze hat Ihr Hirn weich gekocht. Wissenschaftlicher Fortschritt voll auch viel Mut, Jones. Das sollten gerade Sie gut verstehen. Glauben Sie wirklich an all diesen Götterspuk? Warum nicht? Als Gott werde ich alles wissen. Überall sein. Jeden beherrschen. Wir werden gemeinsam herrschen, Herr Doktor. Seien Sie nicht albern, Kerner. Auf so etwas sind Sie nicht vorbereitet. Wir werden sehen. Sind Ihnen die Schädel mit Hörnern aufgefallen? Fehlgeschlagene Experimente. Unwürdige Sklaven, die im Namen der Wissenschaft geopfert wurden. Der Fortschritt hat halt seinen Preis. Vielleicht waren sie alle zu menschlich wie Sie. Untermenschen meinen sie wohl. Sie wurden von ihren eigenen physischen Makeln zerstört. Als sie der enormen Macht dieser Maschine badeten. Glücklicherweise haben wir keine solchen Makel. Und damals habe ich nicht verstanden, was sie damit meinen. Das habe ich damals nicht verstanden. Aber inzwischen weiß ich natürlich, was damit gemeint ist. Prima, schicken Sie mir eine Postkarte aus Valhalla. Noch einen Schritt und Sie sind zuerst da. Sie können jetzt nicht gehen. Wir werden mit dem Experiment beginnen. Oh, lassen Sie sich nicht aufhalten. Und wir brauchen noch ein erstes Versuchskaninchen. Nun, wenn Sie freundlicherweise auf die Plattform treten würden... Nein! Was? Wenn hier jemand Gott wird, dann ich. Sie? Sie macht Witze.
Ich bin der Leiter dieser Operation, Sie Würstchen. Aktivieren Sie die Maschine. Ein Test ist ein Test. Plato schlug 10 Perlen vor. Probieren wir das mal. Halt! Was jetzt, Jones? Was ist mit Platos 10-fachem Fehler? Was ist damit? Fast alle Zahlen Platos waren um den Faktor 10 falsch. Nur so ein Gedanke. Er könnte recht haben. Wir sollten durch 10 teilen. Probieren Sie eine Perle. Eine Perle also. Ja, genau dann, Nazi-Kram. Himmel, es funktioniert! Kleine Perle für einen kleinen Mann, nicht Jones? Sie sind an der Reihe. Danke, nein, Ihr Ego gäbe einen besseren Gott ab. Bewegen Sie sich, bevor meine Leute hier Sie zwingen werden. So ist es besser. Sie brauchen kein Orakulum, Sie brauchen ein Wunder. Unsinn. Ich beginne mit Platos Zahl. Mit 10 Perlen sollte es klappen. Ich beginne. Einen Moment. Lassen Sie uns das ausdiskutieren. Ja, Peter, Nazi-Kram. Eine kleine Perle für einen kleinen Mann. Ja, was habt ihr da oben als geschrieben, ey? Na klar, weil ich es gelesen habe. Keine Perlen, Sie alter Verrückter. Ach, kommen Sie, Doktor. Wo ist Ihre wissenschaftliche Neugier? Bitte, Professor, zwingen Sie mich nicht dazu. Sehen Sie doch mal das Positive. Sie lassen alle irdischen Sorgen zurück. Was, wenn Platos Fehler in der anderen Richtung lag? Wie meinen Sie das? Sie können Göttertum nicht mit Perlen kaufen. Na gut, Jones, Sie entscheiden. Wie viele Perlen sollen wir verwenden? Keine Perlen, vergessen Sie Ihre Besessenheit. Wirklich, Dr. Jones. Sie sollten sich besser unter Kontrolle haben. Ich hoffe für Sie, dass das hier nicht klappt. Warum nicht? Eigentlich müssen wir die ganze Zeit irgendwie immer dazwischen funken. Und sagen, mach das nicht. Ich bin ein Bier-Teletubby. Sobald ich ein Gott bin, schicke ich sie in die Hölle. Ich biete ihnen Unsterblichkeit. Und das ist der Dank dafür? Schon mal was von Gottes Zorn gehört? Warten Sie nur ab. Warten Sie. Vielleicht habe ich das noch nicht gut genug durchdacht. Sie wollen als Erster gehen. Sie planen etwas gegen mich, trotz meiner Großzügigkeit. Nun, wenn auf diese Art nie die Oberhand gewinnen, treten Sie zur Seite, Jones. Bitte lass deine Finger aus Lalas Po. 98, 99, 100 Perlen. Freuen Sie sich schon auf meine Rache. Seid gegrüßt, Sterbliche. Dachtet ihr, eine Zelle könnte den mächtigen Nurabsal aufhalten? In seiner eigenen Stadt? Zurück, du glasäugiger Kriecher. Sophia! Ruhe, Tier. Sprich nicht zu den Göttern.
Sophia! So, das wäre der erste Durchgang. Das nicht kanonische Ende. Episch oder so. Also ich fand das für die damalige Zeit schon sehr episch. Pinkeln ist episch. Sophia ist noch nicht da. Viele meiner Entdeckungen klingen wirklich wie Fabelgeschichten. Selbst für mich. Aber diesmal habe ich zum Glück einen Beweis. Welchen denn? Oder auch nicht. Warum hast du nicht auf mich gehört, Sophia? Erdacht und produziert von ihre Indie-Quotient. Schade, habe ich nicht gesehen. Zusätzliche Programmierung von zusätzliche Zeichnung von. Gut, dann laden wir jetzt mal den zweiten Speicherstand, Entscheidung Sophia, und spielen jetzt noch das Ganze nochmal, aber diesmal. Kommt jetzt Call of Duty? Nö. Wir müssen das ja noch einmal auf dem kanonischen Weg zu Ende spielen. Und dann müssen wir mal gucken, wie spät es dann ist. Dürfte ich mir wohl das Halsband ansehen? So, da schmeißen wir uns einfach noch eine Rekalkumperle rein. Ja! Au! Das Medaillon ist heiß. Lass es fallen, ja? Nur Absa lässt mich nicht. So, da helfen wir das auf hier jetzt mal ein bisschen. Goldene Kiste mit Halsband. Nein! Tut mir leid, Sophia. Bis dann, nur Absa. Danke, Indy. Hättest du das nicht getan, wäre ich jetzt so tot wie dieses Monster. Entschuldige. Ja. Junge, hier ist es immer noch unheimlich. Da hast du recht. So, dann machen wir mal weiter. Shen jetzt jedem unter die Nase reiben will, wie alt ich schon bin. Ich sag ja nicht, wie alt ich tatsächlich bin. Aber jetzt wird er denken, okay, er wird schon was älter sein. 50. Daniel, man soll nicht mal von sich auf andere schließen. Alter. Alter, das ist jetzt gruselig. Das ist gruselig. Der hat irgendwo nachgeguckt. Du hast doch irgendwo...